Na, seid ihr bereit? Ich garantiere euch, solchen Zauber habt ihr noch nie gesehen. Ich brauche zwei Freiwillige. Wer ist so mutig? Ich, yeah. Monika, komm, das wird Spaß machen. Ich will nicht. Na komm schon, es wird dir gefallen. Das sind die Mutigen. Wollt ihr Zauber sehen? Ja, ich bin bereit. Tada, und weg ist die Emma. Monika, mach dir keine Sorgen. Du siehst sie gleich wieder. Ich will aber nicht, halt. Und weg sind unsere mutigen Mädels. Lass uns herausfinden, wo sie sind. Tada. Emma und Monika. Oh no! Wo bin ich? Was sollen die ganzen Knöpfe? Wie soll ich aus der Box wieder rauskommen? Mädels, macht euch keine Sorgen. Euch erwartet eine coole Challenge. Monika, du kannst anfangen. Ich? Aber wieso ich? Na gut, hoffentlich wird was Gutes draus. Das war eine gute Wahl. Dich erwarten Eier. Oh no! Die mögen wir doch alle. Pass auf deinen Kopf auf. Aua, das tut weh. Hey, you. Und was soll ich jetzt mit den ganzen Eiern machen? Ich kann doch keine Spiegeleier braten. Mach es dir bequem. Emma, ich komme schon. Ich drücke den grünen Knopf. Oha, das ist eine gute Wahl. Anstatt der ekligen Eier kriegst du Chicken Strips. Pass auf, die sind ganz schön würzig. Das wirst du gleich sehen. Was ist das? Was ist hier los? Schau genauer hin. Das ist essbar. Ach so. Oh, da freue ich mich. Ich liebe KFC. Oh, die hat ja einen Appetit. Sei bloß vorsichtig. Wieso? Der schmeckt doch voll lecker. Oh Mensch, die sind ja scharf. Wieso hat mich niemand gewarnt? Ich hab dich gewarnt. Sorry, ich muss mal kurz weg. Hier kommt die Feuerwehr. Emma, mach dich bereit. Das Feuer lösche ich gleich. Schneller, bitte. Oh mein Gott! Das war's auch schon. Ich hab dich gerettet. Aber du hast mir die ganzen Chicken Strips gegeben. Das sind Details, die niemanden interessieren. Monika, du darfst anfangen. Worauf soll ich klicken? Ich nehme mir den gelben Knopf hier. Der sieht wie eine Sonne aus. Hoffentlich bringt er mir Glück. Gute Wahl. Und die Farbe stimmt überein. Das wird dir gefallen. Denn es ist Gold. Wenn auch recht ungewöhnliches Gold. Ich freue mich auf jeden Fall. Hier kriegst du dein flüssiges Gold. Flüssiges Gold? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das war noch nicht alles. Goldmünzen gibt es auch dazu. Die sind mindestens genauso gut. Super, ich bin jetzt mega reich. Das muss ich allen meinen Freunden erzählen. Yeah. Seltsam, das ging ja schnell. Na gut, dann sollen die auch noch erfahren, wie reich du bist. Ups, Reichtum kann manchmal seine Konsequenzen haben. Emma, ich komme schon. Schon mal Schere, Stein, Papier mit euch selbst gespielt? Das hilft total, wenn man vor einem Dilemma steht. Ich wünsche mir auch Gold. Ich drücke einfach gelb. Dein gelber Knopf wird es dir leider nicht garantieren. Stattdessen kriegst du eine Spinne. Mach dir keine Sorgen. Das wird dir Spaß machen. Wo bleibt mein Geschenk?
Schau nach oben. Nein, eine Spinne. Nein, bloß nicht das. Das reicht. Ach, dass du wegkommst. Oh, das hört sich nach einem echten Kampf an. What? Was ist los? Was ist da passiert? Wo kommen die Geräusche her? Unglaublich. Sieht so aus, als würde jemand meine Hilfe gebrauchen. Ich habe Angst vor Spinnen. Na, vielen Dank. Niemand wird mich retten? Wovor sollen wir dich retten? Die Spinne ist schon weg. Du schaffst das schon. Oh. Monika ist schon wieder Erste. Such dir einen Knopf aus. Dieser festliche Knopf hier passt gut zu meinem Geburtstag. Oh. Ich drück drauf. Was für Geschenke erwarten mich wohl? Geburtstage ohne Konfetti sind doch für die Katz. Halte die Ohren zu. Gleich kommt die große Explosion. Oh, das war ganz schön laut. Und das war noch nicht alles. Hier kommt das Wichtigste. Eine riesige Torte. Fang sie. Unglaublich. Das ist ja klasse. Ich habe noch nie eine bessere Torte gesehen. Vielen Dank. Puste die Kerzen aus und wünsch dir was. Ich will das draußen machen. Ich wünsche mir, dass das die leckerste Torte in meinem Leben sein wird. Wow! Cool. Gibst du mir vielleicht was von der Torte ab? Ich habe sie gar nicht probiert. Warte, ich habe selber nicht genug davon. Hey, du Geizhals. Du hast doch schon fast alles aufgegessen. Was ist da los? Wieso brauchen die so lange? Oh, Monika hat Geburtstag. Gratuliere. Können wir jetzt weitermachen? Ja, es wird Zeit. Monika will mir eh nichts abgeben. Ich bin auch hungrig. Der Geburtstagsknopf war eine tolle Idee. Ich drück auch drauf. Euch erwarten aber verschiedene Überraschungen. Ich hatte keine Zeit, zwei Torten zu backen. Aber ich habe alle nötigen Zutaten mitgebracht. Du kannst dir daraus selber was backen. Hier kommt das Mehl. Hey, das reicht. Was ist hier los? Ich sehe nichts. Hab ein bisschen Geduld. Dich erwartet noch etwas. Wie wär's mit etwas Milch? Hey, das reicht jetzt aber. Ich bin jetzt voll nass. Ach, komm schon. Es wird Zeit für Sirup. Für Schokosirup. Ich hoffe, du bist bereit. Was machst du? Ich will aber keinen Schokosirup. Ich bin jetzt voll klebrig. Ich sehe nichts. Das wird sich noch lohnen. Denn hier kommen deine bunten Streusel. Die schmecken übrigens auch. Oh nein, ich bin noch nicht mit dem Sirup fertig. Na gut, zumindest schmeckt das lecker. Und zu guter Letzt kommt noch Schlagsahne. Okay, mich überrascht wirklich nichts mehr. Das schmeckt auch lecker. Und die Kerze hätte ich ja fast vergessen. What? Jetzt siehst du selber wie eine Geburtstagstorte aus. What? Hurra, alles Gute zum Geburtstag.
Ich hab die Nase voll davon. Was sonst? Nüsse, Schokolade, Bonbons? Nein, die Torte ist fertig. Ach so, vielen Dank. Was ist da los? Ha, Emma, du siehst ja wirklich wie eine Geburtstagstorte aus. Ich hab mir Mühe gegeben. Wo sind wir? Oh, Alem, was ist das? Wow, die Zeit läuft. Sollen wir das essen? Aber ich habe noch nichts getan. Was ist los? Oh mein Gott! Bella ist nicht mehr bei uns. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen das beenden. Ich habe die Figur gebrochen. Bloß nicht das. Bitte nicht. Jetzt bin ich nass und schmutzig. Womit habe ich das nur verdient? Armer Andy. Ich habe es fast geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin auch fertig. Hier. Und die Zeit ist auch zu Ende. Wir können uns entspannen. What? Oh, wir werden eingesaugt. Ich hab Angst. Was ist schon wieder los? Das ist die neue Challenge. Der Countdown startet jetzt. Die Zeit läuft. Was sollen wir tun? Ah, ich hab's verstanden. Alle Burger aufessen. Keine Zeit zu warten, ich fang an. Ich muss das schaffen, ich kann nicht aufgeben. Du willst uns im Stich lassen? Das wird nicht funktionieren. Wir sind auch im Spiel. Los, Mary, ein paar Burger essen, das ist doch gar nichts. Machbar. Ich hab's satt zu kauen. Ich hab keine Kraft. Ich werde versuchen, die Burger zu einem zu machen. Das passt nicht in meinen Mund. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich brauche. Was machst du, Mary? Das seht ihr gleich. Ich nehme die Burger und werf sie alle auf einmal in meinen Mund. Die Portion ist viel kleiner geworden. Das schaffe ich schnell. Wow, die wird mich ja wirklich abhängen. Lilly ist auch fast fertig. Es sind nur noch drei Burger-Kleinigkeiten. Sieht so aus, als würde ich zurückbleiben. Ich habe eine Idee. Lilly werde ich schnell los. Mal sehen, ob sie einen Burger mit Schleim essen kann. Ich lasse das hier. Sieht ganz schön eklig aus. Aber Krieg bedeutet nun mal Krieg. Was hast du getan, Zack? Nicht das! Ich kann das nicht anfassen. Das ist ja ein Haufen Schleim. Guten Appetit. Ich muss es tun. Aber das ist so schwer. Die Zeit ist knapp. Komm schon, Lilly, du schaffst das. Ich muss Gas geben. Ist nicht mehr viel übrig. Und Lilly scheint auszuscheiden. Das sind nur noch Krümel. Ich habe einen ganzen Burger voller Schleim und nur 2 Sekunden. Die Zeit ist um. Ich muss eure Ergebnisse überprüfen. Ich habe keinen einzigen Burger mehr. Sieht so aus, als hätte da jemand noch was. Du hast verloren. War zu erwarten. Aber alles nur wegen dir. Na warte. Hör auf, Lilly. Jetzt kann ich in Ruhe gehen. Wie hält sie das nur aus? Puh, scheint vorbei zu sein. Oder fängt es gerade erst an? Was erwartet uns diesmal? Schau mal. Das ist die letzte Prüfung. Bevor ihr startet, zeige ich euch euren Preis. Moment, den Safe muss ich öffnen. Dieses Geld geht an den Gewinner. Jetzt wisst ihr, wofür ihr kämpft. Los geht's. Die Zeit läuft. Und was sollen wir tun? Warum Stifte? Ach so, ich glaube, ich hab's verstanden. Wir müssen den Safe zeichnen. Na warte, Zack. Meine Zeichnung wird die beste sein. Das werden wir noch sehen. Los geht's. Ich brauche die Stifte. Ah, wo sind die hin? Ich hab sie fallen lassen. Hab sie gefunden. Ausgezeichnet. War das ein Erdbeben? Ich habe mich nur ein bisschen gestoßen. Nichts Schlimmes.
Knopf ist ja schon fast fertig. Ich denke, du solltest dich beeilen. Ich habe noch nie einen Safe gemalt. Was für Blödsinn. Wenn ich das als Waffe benutze? Tut mir leid, Mary. Ich muss es tun. Hör auf, mich zu kneifen. Nimm die Hände weg. Das war ja einfacher, als ich dachte. Ich muss mich beeilen. Was ist das für ein Geräusch? Bloß nicht das! Hilfe! Was für eine harte Landung. Sag danke, dass du den Schlag wenigstens ein bisschen gemildert hast. Oh. Zurück zur Zeichnung. Ich denke, die Stifte wirst du nicht mehr gebrauchen. Ich bin immer noch im Spiel. Ich gebe nicht auf. Wo ist alles hin? Wo sind meine Stifte? So unfair. Die Zeit ist um. Lass mich die Zeichnung zeigen. Bitte sehr. Schön, nicht wahr? Das hast du gut gemacht. Und was hast du? Nichts? Bitte, hören Sie mir zu. Mary hat mich reingelegt. Das sind die Regeln. Oh nein, bloß nicht das. Ich habe auf diese Stunde gewartet. Yes! Ich habe gewonnen. Ich glaube, ich muss los. Wo bin ich? Hier kannst du deinen Preis abholen. Boah, so viel Geld. Ich kann darin baden. Ich bin im Paradies. Oh, ich habe versehentlich den Safe fallen gelassen. Geld, Geld, Geld. Oh, mein Kopf. Ups, wie peinlich. Gut, dass das niemand gesehen hat. Unsere Tintenfischspiele sind zu Ende. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.